meine Lieben, und herzlich willkommen hier zu der Deutschnachhilfe im Netz mit dem Thema Literatur in der DDR. Diese Epoche können wir festlegen auf den Zeitraum 1950 bis 1990 ungefähr, als nämlich die Nachkriegsliteratur, der Schock des Krieges so langsam nachließ und die Leute sich in ihrer neuen Welt, kann man beinahe sagen, zurechtgefunden haben, und somit kann man diese Epoche dann 1950 ungefähr datieren. Die Abkürzung DDR steht natürlich für Deutsche Demokratische Republik. Das ist der sowjetische Teil damals, also sowjetische Besatzungszone damals in dem gespaltenen Deutschland. Und die DDR wurde 1949 gegründet, nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich. Ungefähr in 1961, ich mache jetzt hier einen großen Sprung, weil das erstmal nichts mit der Literatur der DDR so wirklich zu tun hat. Die Leute waren halt nicht so zufrieden und hatten in 61 eine Abwanderung. Was heißt das, eine Abwanderung? Es sind circa 3 Millionen Menschen einfach aus der DDR abgehauen. Die hatten keinen Bock mehr. Und sind nach Westdeutschland abgehauen oder in ein anderes Land, das weiß ich nicht so genau. Es geht einfach nur darum, dass 3 Millionen Menschen ungefähr aus der DDR abgewandert sind. Und deswegen haben wir 1961 dann auch den Mauerbau. Das heißt, die Leute wurden in Ost-Berlin eingeschlossen. Der Mauerbau um Berlin, um eine weitere Abwanderung, um Wegzug der Leute zu verhindern. Ungefähr in Mitte der 80er Jahre, gab es dann wirtschaftliche Schwierigkeiten in der DDR. Die dazu geführt haben, dass man dann in 1989 eine Massenflucht hatte. Also keine Massenabwanderung mehr, sondern diesmal eine Massenflucht, weil die Leute ja eingesperrt waren durch die Mauer. Dann kam es da weiterhin, diese Massenflucht führte zu Demonstrationen. Die Leute waren aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten einfach total frustriert und haben dagegen demonstriert. Und dann gab es im November 89, wurde dann die Mauer aufgemacht, also eine Maueröffnung. Die Maueröffnung fand da statt, und dann gab es halt 1990 die Währung, Wirtschaft und Sozialunion wieder, zusammen mit der BRD, und Deutschland wurde dann am 3. Oktober, das ist heute auch immer noch ein Feiertag in Deutschland, der 3. Oktober ist der Tag der deutschen Einheit. Das heißt, es hat dann hier nochmal ungefähr ein Jahr gedauert, von der Maueröffnung bis hin zu der wirklichen Einheit, weil nämlich die Währungswirtschaft und die sozialen Dinge alle noch geregelt werden mussten damals. Die Literatur dann, das so viel jetzt erstmal hier zum geschichtlichen Hintergrund, wie die Stimmung so war zu der Zeit in der DDR. Die Literatur damals war also davon stark beeinflusst. Am Anfang der DDR, also direkt nach dem Krieg, hat die Schriftsteller viel vereint, oder eines in erster Linie vereint, nämlich den Faschismus, den Antifaschismus. Das hat die alle vereint. Die wollten halt ganz klar sich gegen den Antifaschismus, also gegen den Faschismus wenden, und haben sich deswegen zum Sozialismus hingewandt, der natürlich in der DDR aufgrund der sowjetischen Besatzungszone sehr vorherrschend war, um den Faschismus endgültig auszulöschen. Also sie haben halt den Sozialismus als kleineres Übel quasi angesehen, um den Faschismus komplett auszulöschen. Die Literatur sollte beim Aufbau helfen, also Aufbau nicht der DDR, sondern der Sozialismus, das sind ja ungefähr Antonyme hier, dabei helfen, und zwar sollte die Literatur die Menschen in der DDR erziehen. Das hatten wir ja schon mal irgendwann. Irgendwo klingelt dann eine Glocke ganz hinten in der Aufklärung, glaube ich, war das schon mal so der Fall.
Die Literatur sollte die Leute in der DDR zum Sozialismus erziehen. Aber das Problem dabei ist halt einfach gewesen in der DDR, dass man nicht frei, keine freie oder auch selbstständige Produktion von Texten vornehmen konnte. Es wurde einfach alles vorgegeben. Nicht nur, was geschrieben werden soll, sondern auch, was gelesen werden soll. Der Staat hat den Leuten in der DDR einfach gesagt, okay, hier, das sollst du schreiben, lieber Schriftsteller, bitte über diese Themen und bitte auch nur so ausdrücken. Und dir, der Staat, halt den Lesern, der Gesellschaft einfach gesagt, hier, das dürft ihr lesen. Die Bravo zum Beispiel aus Westdeutschland oder die Musik oder irgendwas, die Bücher dürft ihr nicht lesen. Das heißt, es wurde komplett bestimmt, was geschrieben wird und was gelesen wird.